Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen bei Familie Thompson zur vierten Folge. Ja, ich glaube, ich habe jetzt so den Satz, den ich zur Begrüßung sage und ich hoffe, mir gefällt er eigentlich sehr gut. Ich wollte nämlich jetzt nicht noch so viel dazu sagen, mir hat es immer gereicht, wenn ich dann sage, willkommen zur Runaway Teen Pregnancy Challenge. Das war immer sehr, sehr lange. Ja, die Emmy ist gerade zur Schule auf, leider knappe halbe Stunde zu spät und ich hoffe, sie hat die Hausaufgaben gemacht, aber ich glaube schon. Bei mir ist es mittlerweile im FF drin. Ja, der Shaney Boy ist gerade wach geworden, beziehungsweise er möchte ein Whirlpool-Techtelmechtel. Nope. Das ist leider ausgeschlossen. Tut mir leid, mein Schatz. Ja, der Shaney Boy war schon auf Toilette, hat schon gerade sein Dings hin. Jetzt habe ich gesagt, komm, leg dich mal die halbe Stunde hin. Was macht jetzt die Apple? Die Apple holt sich jetzt ein Kuchenstück raus. Finde ich süß, mein Schatz, aber was hältst du denn da davon, wenn du mal hier an deinem neuen schicken Herd Frühstück servierst? Ja, komm, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich angeklickt habe. Rührei mit Speck, genau. Jenny Boy, du vergisst nicht, du hast nur noch 7 Minuten. Du legst dich wahrscheinlich hin und darfst direkt wieder los. So wie ich mich kenne. Jupp. Du darfst alleine, weil ich ja gesagt habe, im letzten Part, da tut irgendwie gerade alles weh. Baby kommt nämlich bald. Ich weiß nicht wann. So, Shane, arbeiten. Viel Spaß, mein Schatz. Und wir müssen bei dem mal gucken, wie du das mit dem Fall machst. Geht es am PC, über, vielleicht über Karriere? Ich habe kündigen, Gelegenheitsjob finden? Nee, da war es nicht dabei. Okay. Und Mama April, wie gefällt dir deine neue Küche, mein Schatz? Die gut gebaut. Gott, ihr Bauch ist so riesig. Ah, hier, April, kannst du dann auch mal direkt leeren. So, Shiny Boy, du musst hier fleißig bitte arbeiten. Aber schon krass, dass er für den ganzen Tag schon 500 Simoleons kriegt. Das finde ich schon echt viel, muss ich sagen, oder? Was sagst du dazu? Oh, das sieht immer so lecker aus, was die Sims kochen. So, April, dann hier darfst du dir ein Gericht nehmen. Ah, du hast dir schon eins genommen. Perfekt. Und jetzt isst du das in der Kaffeemaschine. Auch nicht schlecht. Ja, der April-Tag wird wahrscheinlich genauso aussehen wie das letzte Mal, dass sie sich um ihren Garten kümmert. Beziehungsweise, ich dachte, dass wir vielleicht eine ihrer Freundinnen einladen. Vielleicht die Ina. Sie kennt den Sergio? Wieso? Dann hat sie mit dem Stunk. Die hat mit voll vielen Stunk. Frühlingsfest haben wir bald. Unser Morgen. Ja, die Emmy ja nur ihren letzten Schultag für heute. Oder die Zoe laden wir ein. Aber von allen hat die Ina eigentlich den Balken am meisten unten. Die Lisa ist bisher unsere beste Freundin. Okay, wir lassen die App jetzt mal ein bisschen schneller essen. Und ich habe hier vergessen, wieder den Timer anzumachen. So, April, mein Schatz, dann darfst du hier mal wieder deinen Garten machen. Really spicy. Ah, April hat jetzt auch Lust auf Tischtelmechtel. Mein Schatz, ich weiß. Ihr dürft auch später dann mal. So, hast du hier alles gemacht? Müssen wir hier noch was irgendwas machen? Gut, dann hier einmal direkt, jups, eine Etage höher. Komm mal hierher, mein Schatz. Und dann kannst du ja eigentlich auch alles verkaufen. Komm mal hier, Mega-Verkauf, Mega-Verkauf. Und dann könntest du ja, wenn du möchtest, hier auf deine Matte ein bisschen Yoga machen, mein Schatz. So krass, wir haben schon 11.000 Symbole und so, Gott. 12.000, oh mein Gott. Wir haben da hinten immer noch ich habe die Pflanze wieder vergessen. Muss ich noch machen, unbedingt. Ja, die Apple da wird hier ein bisschen Yoga machen. Weil immerhin müssen wir ja ihren Vorsatz erfüllen. Punkte hat sie. Heidi Witzka. Ja, komm, wir gehen jetzt in den Blitzputzer. Gibt es denn hier noch so interessantes Herd? Jugendtrank? Markttauglich? Genügsam? Was es alles hier gibt?
Beziehungen, fruchtbar, gute Küsserin. Krass. Nee, Witzputzer, ich denke, das passt zu April. Sie ist ja so ein Ordentlichkeitsmensch. Okay, April. Ja, und ich mache, wenn ich jetzt gleich die Folge aufgehört habe, setze ich hier noch einen Kasten hin und mache das da hinten zu. So, April. Dann darfst du hier dich auch mal um deine Pflänzchen kümmern. Shane, lassen wir jetzt mal normale arbeiten für 3 Stunden. Dann darfst du hier auch mal alles verkaufen. Irgendwas fliegert wieder. Dann darfst du deinen hier erstmal milben, bevor du gestochen wirst. Ei, die Witzka. Ich glaube, die Pflanzen hier unten hätte ich gar nicht setzen müssen, wenn ich ehrlich bin. So viel Geld. Dann sind wir ja wieder in der Woche übelst reich, ey. Ja, ich habe auch gesagt, sobald die dann vielleicht so 15.000 bis 20.000 auf dem Haushaltskonto haben, dass ich dann nicht jeden Tag mehr alle Sachen abernte, sondern der Shane bringt ja auch immer 500 Simoleons mit, sondern dass wir dann halt vielleicht die Bienen regelmäßig machen, dann vielleicht jeden zweiten bis dritten Tag den Garten. Und ja, so hatte ich mir das vorerst gedacht. Die April darf dann auch mal schwimmen gehen. Mit deinem dicken Bäuchlein. Ja, mein Schatz. Die Apple muss jetzt gerade ganz dringend pieseln. Und die Lisa ist wieder da. Hi Lisa. Mama kommt gleich zu dir. Aber Mama muss erst pieseln. Dann kannst du hier den Honig verkaufen. Wie süß, wie die sich immer umarmen. Das ist so süß. Wollt ihr dann zusammenschaukeln? Habt ihr gestern eigentlich zusammengeschaukelt? Das habe ich jetzt gerne mitgekriegt. Mein Schatz. Ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Dann kannst du dich auf jeden Fall mal hier jeden, oder wir lassen die Sachen hängen. Ja, komm, wir lassen es hängen. Ja, guck mal, 105 an. Nur an Honig. Und du kannst hier welche weglegen. Und dann könnt ihr euch doch hier hinsetzen. Komm, wir machen dich mal zu einer Runde hinzu. Die Emmy ist da. So, Madame. Joggen gehen, bitte. Das ist so jetzt die Standardprozedur. Emmy geht joggen. Dann könntest du dich mit deiner Mama hier hinsetzen. Und könnt euch unterhalten. Und wir gehen zu Emmy, dass sie auch ja joggen geht. Und nicht wieder meint, ja komm, wir gehen mal feiern. Ja, ja, da war schon wieder die Mia. Das ist dieser so wunderschöne Spielplatz. Der ist so schön. Ach, da haben wir der Emmy ihren Geburtstag zum Kind gefeiert. Das war echt cool. Ne, Emmy? Da haben wir den Geburtstag gefeiert. Ja, guck mal, das macht doch hier schon einiges. Das können wir dann machen, dass sie am Wochenende mal wie heißt's? Ehrenamtlich täglich tätig wird. Jetzt hab ich's. Und ja. Wir haben noch voll viel Zeit. Wieso haben wir noch so viel Zeit? Verstehe ich nicht. Ich habe noch fast über eine halbe Stunde Zeit. Okay. Emmy, gehst du... Ah, du gehst jetzt oben dein Ding machen. Okay, und wo ist die Mama? Mama? Ah, da ist Mama. Okay. Ah, Mama ist müde. Mama, wieso legst du dich da nicht in dein so kuscheliges Bett und machst hier ein Nickerchen? Okay. Die Emmy duscht. Dann darf die Emmy hier auf Toilette gehen. Zähne putzen. Emmy, willst du die Waschmaschine anstellen? Ja, komm. Wäsche machen, in Waschmaschine stecken. Dann darfst du heute ein bisschen Haushalt machen. Und Lisa, wie gefällt dir unser Haus? So oft wie du da bist, gefällt dir das wahrscheinlich super gut. Das fällt dir jetzt erst auf, dass die Emmy auf die Toilette sitzt. So, Shane, du brauchst Spaß. Ja, dann hier. Na komm, du darfst heute mal am PC spielen. Spiel spielen. Das da darfst du spielen. Mama schläft noch ein bisschen. Emmy putzt Zähne.
Okay. Da ist ein dezenter Bug drin, kann das sein? Na egal. Ich nehme das eh nicht so übel, wenn ich ehrlich bin. So, mein Schatz, dann hier einmal bitte Wäsche waschen. Und dann kannst du dir einen Rest nehmen. Shane spielt noch ein bisschen. Und dann musst du Hausaufgaben machen. Und ich glaube, wir können den nächsten Tag direkt mit in die Folge nehmen, so viel Zeit, wie ich noch habe. Ja, der nächste Tag wird auch noch mit reingenommen, weil ich noch fast über eine halbe Stunde Zeit habe. Ist der Tag jetzt echt so schnell vorbeigegangen? Ist ja der Hammer. Okay, wenn ich spule, klar, geht's schnell vorbei. Na, dann machen wir halt heute 2 Tage rein. Auch nicht schlimm. So, Emmy. Jenny Boy. Du müsstest duschen unbedingt. Willst du da mal hier unten die Dusche einweihen? Ich glaube, du hast die hier unten aber schon eingeweiht, oder? Ja, dein Spaß ist voll. Dann brauchst du jetzt auch nicht mal an PC zu sitzen. Tschüss, Lisa. Viel Spaß. Richte der Yuki und dem Elven mal einen Gruß von uns aus. Jenny Boy, dann, du hast aber gar nicht so einen Hunger. Dann kannst du trotzdem den hier einen Rest nehmen. So, Mama. Bitte mal runterkommen. Beziehungsweise. Nein, du isst keinen Kuchen. Bitte. Du kannst hier erstmal. Toilette gehen. Ich bin mal gespannt, wann das Baby kommt. Und ich glaube, wir machen eine Hausgeburt wieder. Ich glaube ja. Das machen wir so. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Eine Hausgeburt. Ich finde es nämlich irgendwie schöner, wenn ich ehrlich bin. Das ist richtig so. Man kann mehr sehen irgendwie und. Dann. Stopp, Shane. Wenn du schon hier bist, kannst du die Wäsche in den Trockner machen. Hey, Apple, solltest du das nicht wegsetzen? Macht das Shane das jetzt? Dann darfst du den anstellen. Und dann darfst du dir hier auch. Das Frühstück, was die Apple heute Morgen gemacht hat, nehmen. Amy, hast du Hausaufgaben fertig? Fast fertig, okay. Und du bräuchst Spaß. Das kriegen wir hin, mein Schatz. Ach, April, ich weiß echt nicht, wann du dein Baby bekommst. Ich bin echt mal gespannt. Bin ich gespannt, bin ich gespannt. Wie ein Fuchs. Das ist doch auch schön, oder? Die ganze Familie Thompson und Lyon. Shane heißt übrigens mit Nachnamen Lyon. Am Tisch. Ich find's cool. Und die Pinnwand ist voll. Was sonst? Was sonst? So. Dürft ihr weiter quasseln, babbeln. Ja, Shane. Du hast dann morgen doch auch frei, oder? Oder musst du arbeiten? Ah, nee, oder? Nein. Stopp hier. Nee, eigentlich hätten sie beide frei. Er ist Kriminalbeamter. Wie cool. Ja gut, Apple, wenn du dann fertig bist, könnt ihr eigentlich alle ins Bett gehen. Okay, der Schirm ist noch relativ wach. Hat gerade an die Ina gedacht. Der will schon wieder techteln. Ja, okay, ihr dürft dann im Bett techteln, ihr zwei. Komm. Ja, könnte mal flirtisch sein. Leidenschaftlich küssen. Oh Gott, April ist dein bauchdick. Und dann könnt ihr im Bett rumschmusen.
Fruits, Simba. Ihr seid so süß, ihr zwei. Yay. Apple, ich denke, das ist ja auch wehendfördernd. Ach Gott. Nein, du gehst nicht schlafen. Ich hab dich spinst. Leidenschaftlich küssen. Oh, okay. April, pass auf dich auf, bitte. So, du hast jetzt deine Hausaufgaben. Sehr gut, dann darfst du hier ein bisschen fernsehen. Okay, Amy. Oh, jetzt bin ich gespannt. Fleaver. Ui! Stopp, bitte. Oh, April. Du hast deinen Kopf dezent in der Wand. Na, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Ach, gut. Das ist doch schön. Ein schöner Billy. Eine schöne Billy. Jetzt bin ich zu niedrig. Ui. Schön. Und die guckt, das meine ich. Die Amy freut sich immer, dass sie die Mami und Papi hier rumknutschen. So, ihr wolltet techteln, beide. Dann hier, bitte. Im Bett rumschmusen. Oder? Ah, nee. Ich habe eine andere Idee. Im Schrank rumschmusen. Oh, die Amy ist auch voll leicht angeturtelt. What's a slang? Hä? Wolltet ihr nicht im Schrank? Oder kommt ihr nicht durch die Blume da rein? Dann versuchen wir das jetzt im Anschluss nochmal. So, Amy. Du bräuchtest Hygiene, ein bisschen Spaß. Okay, dann würde ich sagen, geht die Amy jetzt schnell duschen. Und sollen wir die Amy ihr erstes Selbsttechtelmächtel lassen, haben lassen? Ja, komm. Und ich teste das jetzt gleich nochmal, ob die im Schrank täscheln können. Aber ich hatte doch im Schrank ausgewählt, oder? Wie geht's denn hier eigentlich der Lucy? Dann gehst du danach deinem Techtelmechtel. Zu spielen. Und Leckerli füttern. So, kriegt ihr das jetzt im Schrank hin? Jetzt bin ich gespannt. Ja, es geht. Hä, wieso haben sie das dann eben nicht gemacht? Ey, April. Komm mal mit mir hier rein. Ich muss dir ein Geheimnis zeigen. Da scheint es ein Monster oder eine Schlange. Wie süß. Ach, ihr Süßen, ihr dürft jetzt hier einfach mal ein bisschen euren Zauber verteilen. Sogar, dass die Amy jetzt auch ihr erstes Techtelmechtel versucht. Ach, ihr Süßen. So, ja, dann gucke ich jetzt mal kurz auf den Timer. Okay, wir haben jetzt noch immer noch 20 Minuten. Dann würde ich aber sagen, dass ihr dann schlafen geht im Anschluss. Warte, wann das jetzt? Haben sie jetzt mal gemacht? Naja, egal. Mädchen. Dann gehen die Mami und Papi schon schlafen. Die Amy ist gleich fertig. Nichts ist zufriedenstellender als ein bisschen Selbsttechtelmechtel. Perfekt. Ja, Amy, guck mal, du hast eine neue Lucy. Hättest du nicht gedacht, gell? Ich auch nicht. War sehr überraschend. Och, wie süß die aussieht. Oh, Emmy, du hast wohl die Augenringe, sehe ich gerade.
Oh, ja, doch mal Hallo, Lucy. Was bin ich? Ah, wir müssen diese Gruppe dann hier auch noch ändern. Okay, die Lucy hat sie gerade gebissen. Die versteht sich nicht. Du kannst ihr noch ein Leckerli... Ah, nee, oder machst du schon? Leckerli füttern, dann kannst du dich nochmal hier ein bisschen beobachten. Und dann gehst du auch ins Bettchen. Und dann... Ja, sehen wir uns, wenn die dann alle wieder wach sind. Ich werde die wahrscheinlich ausschlafen lassen. Und dann haben wir den Feiertag. Feiertag, Feiertag. So, gute Nacht, Emmylein. Und dann sehen wir uns, wenn die alle wieder wach sind. So. Ich bin gerade ein bisschen außer Sprache. Ich weiß gerade nicht, was ich so sagen soll, weil ich habe gerade eben die Benachrichtigung bekommen, dass die April in den Wehen jetzt ist. Oh mein Gott. Sie hat jetzt noch genau 7 Stunden. Schatz, willst du aber vielleicht nicht noch ein bisschen schlafen? Komm, mein Schatz, leg dich noch ein bisschen hin. Ich nehme euch da jetzt mit, aber ich spule trotzdem in doppelter Geschwindigkeit. Ich beobachte das auch hier. Okay, jetzt ist der Shane wach. So, Shaneyboy, du musst pieseln. Wir haben trotzdem erst 5 Uhr. Oh mein Gott. Und Shaneyboy ist errötet und in Panik. Weil er gemerkt hat, oh mein Gott, die Fruchtbasis ist geplatzt. Das ganze Bett ist nass. Geh, Shane. So, Shaneyboy, du darfst kurz ein bisschen ausflippen. Dann gehst du doch schnell aufs Klöchen. Ich spule jetzt, weil... Dann nehmen wir das noch hier mit in den Reihen. Heißt, in dem Part in der 4. Folge kommt das Baby auf die Welt. Und ich sehe gerade, ich habe hier die Wandfarbe vergessen. Hallo, kommst du bitte hierher? Dankeschön. So, Emmy. Krass. Ich hoffe, dass wir wenigstens ein paar Sachen davon dann, erfüllen können. Stopp. 3 Stunden. Nicht so schnell. Gut, Mama muss pieseln und hat Auerbau. Im Ernst, in der Toilette kann man nach Eiern suchen. So, Shane. Shane hat Hunger. Okay. Shane ist total kokett. Der ist irgendwie immer kokett. So, Shane, dann würde ich sagen, kannst du mal hier unten... Wir sind da noch übrig 4 Portionen. Sehr gut, dann kannst du dir ein Gericht nehmen. Mama hat auch Hunger. 3 Stunden hat sie noch. Du denkst dann über das Familienmitglied nach. Du kannst dann da aber was zu essen holen. Es tut mir leid, wenn ich jetzt auch die ganze Zeit bei der April habe, aber ich will einfach nichts verpassen. Oh mein Gott. Dann kommen in der Folge... Ja, der Nachwuchs. Oh mein Gott. Ich kann es immer noch nicht glauben. So, kurz. Emmy, was möchtest du? Toilette und Hunger. Okay. Dann darfst du dir hier auch ein Gericht nehmen. Mama kommt jetzt und holt sich auch was zu essen. Bisher haben sie sich nicht mehr hier auf dem Katzending verklemmt. Das hat ja die Apple in der 2. Folge, glaube ich, geschafft. Dann esst ihr jetzt in Ruhe. Wir haben noch 2 Stunden Zeit. Alles gut. Ich verfall gerade selbst so dezent in Panik. Meine Hand zittert wie bekloppt. Oh, ich fieber da immer so mit, vor allem wenn es dann um Schwangerschaft geht. Baby kommt. Könnte ich mir so dezent ausreden, könnte ich mir selbst so eine Backpfeife geben, damit ich wieder runterkomme. Vor allem man merkt, ich rede wie so eine Bekloppte ganz schnell. Emmy, du kommst jetzt auch. Okay. Ja, guck mal, das ist doch süß. In den Wehen, alle zusammen gleich am Essen. Shane, machst du deinen Teller weg? Dankeschön. Dann kannst du dich... April, oh mein Gott, April. Tut mir so leid. Es tut mir so leid, mein Schatz. Was ist mit deinen Wimpern los, bitte? Ich leide mit dir. Ich habe zwar noch keine Kinder, aber ich leide mit dir, mein Schatz, wirklich. Ich leide mit meinen Sims immer so mit. So, Shane. Wie geht's soweit? Gut, gell? Dann würde ich sagen, setzt du dich hier hin, dann könnt ihr euch trotzdem ein bisschen unterhalten. Du kannst ja mal deine von Partner schwärmen. Komm, über Frühlingsfest reden. Nee, beschweren nicht. Nein, nicht beschweren. Hier. Trödendes Lachen. Das kannst du mal machen. Der Shane sucht dann Eier. Die Emmy
darf dann auch Eier suchen. Wir können ja die Zeit trotzdem ausnutzen. Hast du Eier gefunden? Jane? Quafika Bimo? Ah, Chilu. And Fabi Narble? Franj. Dann, Emmy, darfst du hier auch nochmal. Ah, hier ist schon noch Eiern. Eier suchen, bitte. Shane? Du kannst. Was kann man noch alles anklicken? Nicht so viel, gell? Hier, Eier suchen, bitte. Das ist ja wenigstens so dezent. Dann kannst du deiner Mama ja hier ein bisschen was erzählen. Wieso wollt ihr bei euch beschweren über das Frühlingsfest? Ich schnall's einfach nicht. Hier, komm. Geschichte erzählen, dann hat die Mama auch so ein bisschen ihren Spaß. 50 Minuten. Nein. Shane? Golarga Fenosa Batanabe. Dann hier. Kannst du Dekoration anbringen? Hallo? Ah, da ist die Deko, okay. Das sieht ja schön aus. Cool. Wo kannst du denn noch nach Eiern suchen? So, April, du kannst hier nach Eiern suchen. Hast du Eier gefunden? Okay. Die Emmy hat das schon. Das Fast Emmy, du müsstest dann mal nach Eiern suchen. Okay. Hier, Eier suchen. Eier suchen. Mama. Deko liebt sie. Okay. Wo könnte Mama nach Eiern suchen? Nirgends. Toll. Ja, oder April, wie lange hast du noch Zeit? Du hast noch 19 Spiele. Und wenn nicht, gehst du schon mal hier ins Kinderzimmer und kannst hier nach Eiern suchen. Was hältst du da davon, oder? Hier, Eier suchen. Ich hoffe, du kommst da dran. Wenn nicht, nimmst du die Pflanze noch. Der Shane. Und der Mami-Tag ist auch noch. Ich habe die Feiertage irgendwie so dezent alle zu extrem aneinander gesetzt. So, Emmy, du kannst in deinem Zimmer nach Eiern suchen. Ja, guckt mal. Mama kommt jetzt hoch. Sehr cool. Geht ein bisschen auf Eiersuche. Okay, die Emmy hat Eiersuche voll. Shane auch. Ja, okay, dann guckt er jetzt trotzdem hier noch weiter nach den Eiern. Da waren keine Eier drin. Finden die denn dann auch hier wirklich Eier? Oh, wie geil ist das denn? Wow, April, du musst Eier finden, mein Schatz. Bevor der Baby kommt. Der Baby kommt gleich. Nein. Der Baby kommt gleich. Oh mein Gott, nein. Oh, Eier suchen. Schnell. Eier suchen. Eier suchen. Nein. Hier bei Fuß. Shane. Keine Eier. Oh mein Gott, es geht los. Oh mein Gott. Shane, du wirst Daddy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Entschuldigung für meine dezenten Ausraster immer. Oh mein Gott. April. Oh mein Gott. Und Shane denkt nur so, ja Mann, ich werde Daddy. Hey, bist du des Wahnsinns? Bei Fuß hab ich doch hier gesagt. Komm jetzt hierher. Ha. Shane. Ups. Deine Baldfrau kriegt Kind. Los. Es ist ein Junge. Yes. Ich wollte ja irgendwie einen Jungen haben. Okay. Ich habe ja gesagt, es gibt wieder ein
Doppelnamen. Und ich habe mir so meine Gedanken gemacht, habe die ganzen Namen durchgesucht und ich finde, ich schreibe ihn jetzt einfach mal rein. Ja, man sollte vielleicht auch in das Feld tippen. Und zwar Jackson. Ethan Thompson. Alles klar. Jackson Ethan Thompson. Ich finde, der Name ist so süß und ich bin so gespannt, wie er als Kleinkind dann aussieht, unser kleiner Jackson. Ich würde aber immer halt den ersten Namen nur benutzen. Ja, wir haben einen Jungen gekriegt. Wie cool. Was? Oh mein Gott. Nein, doch. Es sind Zwillinge. Oh mein Gott. Und dann noch ein Mädchen. Okay. Da gibt es auch wieder einen Doppelnamen und zwar Kate. Ich mache aber immer auch den Fehler hier. Kate. Ava Thompson. Und zwar, Ethan war, glaube ich, also Ava war vom Steven Sandett. Zack, da könnt ihr den auch mal vorbeigucken. Der macht ein ganz cooles Let's Play. Genau. Von der Christa 2706, die hat Ethan reingeschrieben. Und ja, ups, jetzt habe ich den Timer gerade ausgemacht. Nee, okay. Oh mein Gott, wir haben Zwillinge. Ein Junge und ein Mädchen. Heidi Witzka. Also, der Junge heißt Jackson Ethan Thompson, aber der erste Name wird immer verwendet, also Jackson. Und unser kleines Mädchen heißt Kate Ava Thompson. Die kleine Kathy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist denn das andere Baby? Baby. Da hinten ist das Baby. Da ist der Baby. Da ist die Kathy. Oh Gott, ich liebe es. Da ist der Jackson. Och, April. Shane. Assa. Boah, ich krieg gleich einen Ausraster. Oh mein Gott. Oh, ich liebe es. Ich bin noch entzückter, als Emmy auf die Welt gekommen ist, wenn ich das mal so dezent sagen darf. Oh mein Gott. April. Du bist Mama, mein Schatz. Ich mache die Wände wieder runter. Ei. Dann hier, mein Schatz. An die Brust nehmen, bitte. Hä, wieso kannst du? Ach, weil der Shane jetzt was macht. Ei, Shane, dann machst du es bitte mit der Flasche füttern. Und die Mami kann kurz zu unserer kleinen Kathy gehen. Unsere kleine Kathy. Übrigens, der Name Kate habe ich auch von Guild Wars 2. Newella. Klappt's bei euch? Ja, ich glaube, das ist Shanes kleiner. Das ist Daddys kleiner Sohn. Gell, Shane? Oh, guckt euch ihn an, wie er sich freut. Oh mein Gott. Seit wann haben die Kinder die Hand an der Flasche? Das sehe ich ja eben erst. Mama, rüpp durch die Wand. Ach, April, ich glaube, du bist happy, oder? Ihr seid beide happy. Emmy, du hast Geschwister. Ganz kleine. Was machst du jetzt? Ein Glas nehmen. Was hast du jetzt? What the hell? Hast du jetzt die Masern oder was? Was ist denn das überhaupt? Das kommt vom Slice of Life, kann das sein? Hier, gibt man Symptome 10. So, jetzt muss ich kurz gucken. Okay, ich habe jetzt noch knapp 2 Minuten. Eier hat er gefunden. Deko ist angebracht. Festliche Stimmung. Kann man das mit dem Baby auch teilen? Dann würde ich sagen, kannst du den kleinen Mann nochmal liebkosen. Und der Mama kann die kleine Maus auch nochmal liebkosen. Und dann muss ich das Bettchen dann umstellen. Ich wollte gerade sagen, was knallt denn jetzt hier schon wieder in meinem Kopf? Die Emmy macht Sport freiwillig. Oh, das sieht voll cool aus, Emmy. Emmy Maus, das sieht so geil aus. Oh, vor allem, bist du dezent sauer? Kann das sein? Oh mein Gott, Shane. Oh mein Gott.
Es tut mir leid, ich brauche wieder so viele Bilder. Daddys kleiner Sohn, gell? Jo, gell, mein Schatz. Jetzt bist du Daddy. Die Mama hat auch was. Sag mal, was geht denn hier ab, bitte? Was zur Hölle? Oh, was geht denn hier ab, hier? Gibt's ja nicht. Ach Gott, jetzt sind unsere zwei Kleinen da. Oh mein Gott. Ich bin ehrlich, ich hatte es ja schon irgendwie so im Gefühl, dass es nicht nur ein Baby wird. Aber dass wir jetzt doch Zwillinge gekriegt haben und dass es dann auch noch ein Junge und ein Mädchen geworden ist, finde ich der Hammer. Einfach geil. Man kann sogar im Bett Eier suchen. Hä? April? Was geht jetzt ab, bitte? So, Shane, was willst du schon wieder machen? Du willst ein Glas holen, okay. Krass, der Shane hat noch 13 Tage, die April 21 und die Emmy 15. Wie die Zeit vergeht. So, April, hast du noch ein paar Eier gesucht? Dann darfst du jetzt hier nochmal bei Emmy im Zimmer ein bisschen suchen. Hä? Gut, der Timer ist jetzt fertig. Komm mal jetzt bitte hierher. Danke. Wieso kommt die denn da an die Pflanze ran? Egal. So, hier Eier suchen. Eier suchen. Dann müssen wir jetzt nochmal unten gucken. Ich mache das jetzt noch schnell fertig, dass die April... Ja, wenigstens das auch hat. Und ja, dann... Was geht denn hier ab? Oh mein Gott! Angriff der Killerbienen oder was hier auf den Osterhasen? Es tut mir leid, Hasi. Ja, und dann machen wir im nächsten Part, in Part 5, dann weiter mit unserem Frühlings-Osterfest. So, die April ist jetzt fast fertig. Wo kannst du denn noch nach Eiern suchen? Komm, das kriegen wir jetzt doch noch hin, oder? Kannst du... Hier, schnell... Och, April. Och, April, wieso klappt denn das jetzt bei dir nicht? Ha? Ich werde dich immer lieben. Genau. Da ist der Hasi. Dann hier, April. Umarm den Hasen mal. Ui, und ich glaube, mit diesem Bild verabschiede ich mich dann auch schon von euch. Okay, ich glaube, wir gehen doch auf die andere Seite. Mein Aprils Gesicht sieht man nämlich nicht, weil sie im Hasen steckt. So. Ja, schreib mir gerne mal rein, wie du den Part fandest, wie dir die Namen gefallen. Also unser kleines Mädchen heißt Kate Ava, als Spitznamen Kathy. Und unser kleiner Junge ist Jackson Ethan, unser kleiner Jack, wahrscheinlich als Spitzname. Und ja, ich bin gespannt. Oh. Ja, nicht schlecht. Jetzt haben wir Zwillinge, jetzt sind wir 5 Personen im Haushalt. Ja, dann müssen wir gucken, wie wir das machen mit den Tieren. Ob wir sagen, okay, nur eine Katze, ein Hund. Wobei ich das ein bisschen blöd finde, wenn ich ehrlich bin. Weil man sagt ja immer, man soll kleine, heißt Welpen und Kitten, immer zu zweit eigentlich halten. Und ja, ich fand es sehr schön, vor allem, dass wir das jetzt noch reingekriegt haben mit den Babys. Oh Gott, die April ist jetzt nochmal Mama. Ach, ich wollte jetzt mal hier gerade gucken, ob sie... Ne, sie muss immer noch 5-mal Maß regeln. Okay, ja, dann freue ich mich natürlich auf deinen Kommentar, wie du die Namen findest. Wir haben uns ja jetzt für die Hausgeburt entschieden, weil ich es persönlich viel intensiver finde, da die Geburt irgendwie mitzukriegen. Also ich fieber da viel mehr mit als sie im Krankenhaus. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, weil dann machen wir unser Frühlingsfest weiter. Es ist immerhin erst knapp 13 Uhr, also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und
Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.